So, und wir befinden uns im Vestibül der Türme. Was ist denn bitte ein Vestibül? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort schon mal irgendwo gehört, aber ich kann es leider nicht zuordnen. Wahrscheinlich Eingangsbereich. Sagt heute wahrscheinlich keine Sau mehr. Vestibül. Na, egal. Okay, wir fangen an. Schönen guten Tag. Wir haben uns ja schon ein bisschen hier unterhalten mit den Leuten. Hier steht ein Panzer. Und wir sollen offensichtlich hier rein. Ich gehe aber mal noch nicht rein. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um. Weil hier sind noch ein paar mehr Leute, mit denen wir noch reden können. Wir haben noch nicht mit allen geredet. Wir werden aber nicht mit allen reden, weil die haben einfach immer nicht so viel zu sagen. Guten Tag. Da niemand außer dem Militär das Ende der Welt überqueren kann, haben Zivilisten hier keinen Zugang. Ich glaube nicht, dass ihr Humanoiden verstehen könnt, was ich sage. Unsere Truppen sind sehr stolz auf... Ups, das ist ein Militärgeheimnis. Ich sag besser nichts mehr, auch wenn ihr nichts versteht. Was? Wir sind Führer aus dem Ort aus Gumbo. Sagt, habt ihr das Ende der Welt wirklich überquert? Ich bezweifle, ob ihr das versteht, aber ich sage euch, wir haben diese Flugmaschinen. Ups, das ist ein Militärgeheimnis. Ich sage besser nichts mehr, auch wenn ihr nichts versteht. Ah, Mann, okay. Schade, schade. Aber ja, gut, sie haben Fluggeräte. Und damit haben sie quasi die Mauer überwunden. Ist ja interessant, weil die Mauer ist ja höher als die Wolken. Und dann müssten die ja quasi ein Fluggefährt haben, was höher als die Wolken geht, was sie aber trotz alledem immer noch mit Sauerstoff versorgt. Na gut, dann haben die sowas scheinbar. Ich wusste gar nicht, dass die Galai-Truppen so technologisch fortgeschritten sind. Naja, wie auch immer. Na, hoch. Schon wieder Ablösung. Hey, wer seid ihr denn? Wir sind die Fremdenführer. Fremd? Hä? Verstehe. Ja, ihr seht nicht wie wir aus. Habt ein Gesicht auf dem anderen. Was? Ein Gesicht auf dem anderen? Okay. Du hast ein seltsames lila Gesicht. Unter dem seltsamen gelben Gesicht mit dem großen Ohren. Ja, beides seltsam. Seltsames Gesicht? Das ist so gemein und grob. Lila Gesicht? Gelbes Gesicht? Was? Okay, ja, von mir aus. Ich frag lieber nicht. Oh, ihr kommt von hier. Ich dachte, ihr würdet ganz anders als wir aussehen. Nun, vielleicht ist das nicht wahr. Außer dem großen Kerl hier seht ihr uns sehr ähnlich. Ist das richtig? Aber wir haben Hörner unter unseren Hüten. Du siehst uns noch sehr ähnlich. Ist das nicht so ein schöner, warmer Ort mit allerlei Gutem zu essen? Zu dumm, dass diese Mission Top Secret ist. Hier würde ich es gern mit meiner Familie leben. Ich verstehe. Ich lebe hier, seit ich denken kann. Aber trotzdem meine ich, dies ist eine schöne Gegend. Entschuldigung. Oh Gott, das hat mir gerade ein bisschen meine Stimme verruiniert. Was Technik hat Gala und Mass, aber nichts in der Birne. Das stimmt. Aber man braucht ja was in der Birne, um mit der Technik umgehen zu können. Oder? Ja, einige Soldaten wollen nicht auf der anderen Seite des Walls dienen, aber ich bin damit einverstanden. Ich bin glücklich, dass ich diese neue Welt mit eigenen Augen sehen kann. Eine Welt, von der Abenteurer träumen. Ja, Sir, das ist sehr nett. Aber ich erkläre diese Humanoiden, die das noch nicht einmal verstehen. Was? Ich erkläre diese Humanoiden? Aber ich erkläre diese Humanoiden, die das noch nicht einmal verstehen. Was ist das für ein Satz? Keine Ahnung. Knopf drücken kann jeder, das stimmt allerdings. Knöpfchen drücken kann jeder. So, hallo. Hoha, ich wünschte, wir könnten jetzt zurückgehen. Ein halbes Jahr habe ich meine Braut nicht gesehen. Ich weiß, dass Oberst Malen ein netter Vorgesetzter ist, aber auch er kann nichts machen. Warte doch mal. Ah, ich wünschte, wir können jetzt zurückgehen. Also, hatten wir ja schon. Na gut, du da? Also, ihr seid die Führer aus dem Ort. Ihr seht aus wie wir. Du machst Witze, wir haben Schwänze und so weiter. Okay, zeigt ihnen unsere Schwänze. Ah, wenn man doch nur nicht so versaut wäre. Hä, warte, wir können doch hier nicht die Hosen runterlassen. Okay, gut, macht nichts. Die Hosen können oben bleiben. Was? Warum? Ich komme hier nicht in das Zelt rein. Naja, egal. Muss ich auch nicht unbedingt. Ey, ihr dort. Ihr seht verdächtig aus. Was macht denn ihr hier? Hä? Oh, wir sind Führer. Wir machen hier unsere Arbeit. Oh, Führer. Ihr sucht wohl nach ein paar Überresten,
Ich denke, ihr sucht wohl nach Artefakten. Entschuldigt die Störung. Was ist ein Artefakt? Viele angeluianische Juwelen wurden in den Ruinen gefunden und gestohlen. Unschön, aber Führer machen sowas. Ich denke, ihr habt damit nichts zu tun. Viel Glück bei eurer Arbeit. Was? Ja, der Führer also. Justin gibt sich als Führer aus. Hey, ihr da drüben, ihr seht verdächtig aus. Was macht denn ihr hier? Huch. Oh, beruhigt euch. Wir sind nur die Fremdenführer. Lokale Führer? Ich denke, das ist okay. Wehe, wenn ihr euch verdächtig macht. Dies ist unser Nahrungszelt. Nahrung ist sehr wichtig bei unseren Militäroperationen, versteht ihr? Nun, wenn ihr versteht, dann ab mit euch. Ihr habt ja nichts zu suchen. Okay, na gut. Weiß nicht, was ein Sachse hier macht, aber gut. Von mir aus. Ich kann leider keine anderen Dialekte, es tut mir leid. Ich hörte, das Drachentraining ist super hart, wa? Aber ich hätte es auch getan, wenn ich das gewusst hätte. Okay. Da versucht man sich mal am Berliner Dialekt und dann wird's auch wieder nix. Nur eine Zeile gehabt. Drachenpilot zu sein ist nicht so toll. Es sieht nur so für andere wie ein toller Job aus. Das Training ist super hart und vieles ist top secret, so dass man kaum jemals Briefe schreiben kann. Die Panzersoldaten können auf der Reise schlafen. Vielleicht lasse ich mich dorthin versetzen. Ja, okay. Drachenpilot zu sein ist nicht so toll. Ich gehe zu den Panzertruppen. Okay, mach das nur. Ich glaube, mit denen hatte ich schon gequatscht, oder? Schöne Mädchen wie du lassen mich wünschen, für immer hier zu leben. Nun, wir beide würden sehr gut miteinander auskommen. Ja, okay. Gut, ich glaube, jetzt haben wir wirklich mit allen gequatscht. Hier war nämlich der Eingangsbereich und dann können wir jetzt hier einmal in einen der Zwillingstürme reingehen. Pass auf, Justin, sie sind es! Was ist los, Sue? Was? Versteckt euch schnell! Okay, da kommen bestimmt die drei Weiber wieder raus. Hab ich mir doch gedacht. Was für ein langweiliger Auftrag. Malen studiert nur noch Türme. Vielleicht steht ein neuer Auftrag an. Wenn wir das mit dem Nebelwald nicht so vermasselt hätten. Mein Traum, Malens Gehilfe zu werden. Welch furchtbare Erfahrung. Der Zug hielt nicht an und wir verloren einen halben Tag. Malen ist verrückt. Wie hieß der, der die Bremse zerstört hatte? Justin? Ich werde es ihm heimzahlen. Er bezahlt mit seinem Leben. Okay. Ja, von mir aus. Sie sind weg. Klingt so, als würden sie sich an mich erinnern. Scheint, als hättest du Frauenprobleme. Kennst du ein paar Tricks, hä? Hey, Justin, diese drei Frauen unterhielten sich über einen Herrn Malen. Oh, der. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es sieht so aus, als sei da drüben eine Tür. Kommt, auf in den Turm, bevor wir Malen treffen. Oder Mullen. Malen. Malen heißt der ja eigentlich, ne? So, guck mal, hier sind irgendwelche interessanten Hieroglyphen oder sowas an der Wand. Ich weiß es nicht. Sieht zumindest so aus, als ob da irgendwelche... Kann man da reingucken? Das ist aber interessant. Das ist aber ein kleiner Turm. Ist der wirklich nur so klein? Na gut, von mir aus. Zwillingstürme, Versuchung. Guck mal, das sieht interessant aus mit diesen Dingen hier an der Wand. Was ist das denn? Was ist das? Das hat sicher etwas zu bedeuten. Ich habe jedoch keine Ahnung, was. Das sieht aus wie der magische Kreis. Hey, Justin. Ich denke, ich kann den Eingang zu einer Passage dort sehen. Okay. Eine Passage? Kann man hier drehen? Hier kann man die Kamera leider nicht drehen. Ich schätze mal, sie meinte hier oben diesen Eingang, ne? Oder? Ups. Oh, Justin. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Du hast recht. Da ist eine Wand. Aber wenn dies kein Eingang ist, wie kommen wir dann da rein? Ich weiß nicht. Hier Knöpfchen drücken? Ich habe keine Ahnung, wie wir da weiterkommen. Hallo? Wenn ich die Kamera doch mal drehen könnte. Ja, gut. Das geht nicht. Ich muss mich doch hier bestimmt irgendwie draufstellen oder irgendwas hier machen, oder?
Ich weiß es nicht. Der neueste Bericht sagt nur, dass der Eingang höchstwahrscheinlich irgendwo in diesem Raum zu finden ist. Hier ist genau beschrieben, wie man von den Zwillingstürmen katapultiert wird. Der Bericht ist sehr hilfreich. Hey, diese Stimme! Oh, scheiße. Oh, du bist's, Mullen. Was zum... Hey, es ist Justin! Fena! Lean! Was machst du denn hier, Justin? Wie in aller... Du musst über den Wall am Ende der Welt geklettert sein. Klar sind wir das. Erst gegangen und dann über den Wald geklettert. Wall geklettert. Wald. Gegangen? Ihr seid zu Fuß über den Wall gekommen? Das ist erstaunlich. So jung und schon so clever. Hey, was ist so lustig? Du machst dich nicht über uns lustig, du Narr. Nein, 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 nein. Du verstehst das völlig falsch, Justin. Ich bin nur erfreut, das ist alles. Es ist heutzutage schön, jemanden so furchtlosen und wagemutigen zu treffen. Genug mit diesem verwirrenden Geschnatter. Beweg dich mal, lass uns durch oder wir gebrauchen Gewalt. Wenn ich euch durchlasse, gibst du mir dann den letzten Teil des Geistersteins, Justin. Was? Den Stein jemandem wie dir geben? Was willst du mit dem Geisterstein? Wenn du ihn haben willst, hol ihn dir. Ich würde ja ganz gerne die letzte Antwort wählen. Die klingt so ein bisschen, ich sag mal, aggressiv, aber das klingt auf der anderen Seite auch so, als wenn wir dann kämpfen müssen. Das ist so eine Frage, einfach, da würde er wahrscheinlich dann sagen, ja, keine Ahnung, ich brauche den Geisterstein, um, weiß ich nicht, meinen Ofen damit anzumachen oder irgendwie sowas, so ein Blödsinn halt eben. Das ist einfach so erstmal so fragend, was er denn damit überhaupt will, was er damit bezwecken will. Und das ist so, den Stein jemandem wie dir geben, das ist auch wieder so herausfordernd irgendwie. Ich frage erst mal, was er denn mit dem Stein überhaupt vorhat. So, es ist genau wie Lin sagte, du hast ihn wirklich nicht wahr? Der Stein ist nicht für euch gedacht. Gebt ihn her und ich lasse euch gehen. Nein, verstanden, nein! Er kann nicht einfach auftauchen und uns den Stein wie ein Dieb nehmen. Zähl auf mich und mein Schwert. Fena, Justin, gebt einfach den Stein her. Riskiert nicht euer Leben dafür. Zurück mit dir, Lin. Wenn wir Gewalt anwenden müssen, werde ich das auf meine Weise erledigen. Holen wir ihn uns, Gatwin. Okay. Oh. Justin! Warum, Gatwin ist egal, oder was? Grrr, dieser Fiesling. Nun, bereits wieder auf den Füßen? Scheint so, als ob dieses Abenteuer euch gut in Form gebracht hat. Ich sage dies nur noch einmal. Gib mir den Stein, Justin. Keine Chance, nur über meine Leiche, keine Chance, Jose. Was? Jose? Jose? Wie sagt man? Jose? Ich hab keine Ahnung. Keine Chance, Jose? Das ist doch alles mehr oder weniger das Gleiche. Keine Chance, nur meine Leiche, keine Chance. Jose, Joche, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich sag einfach nur über meine Leiche. Ganz ehrlich. Also, der kriegt das Ding nicht. Genau das habe ich von jemandem wie dir erwartet. Okay. Gebt mir alles, was ihr habt. Ihr solltet keinen unnötigen Ballast mit in die nächste Welt nehmen. Stopp, Herr Mullen. Wir kennen den Sieger bereits. Unsinn. Der Gewinner steht noch nicht fest. Halt, Justin. Halt. Das bringt dich um. Der Geisterstein in meiner Tasche. Er beginnt zu leuchten. Der magische Kreis, er bewegt sich. Ist das der Eingang zum Turm? Ah! Was? Oh nein, Gatwin! Justin und Fena sind verschwunden!
Catwin? Hey, wo sind die anderen? Justin? Fena? Oh, das war ein bisschen laut, Entschuldigung. Oh Mann. Wo sind die denn? Und wo ist Mallen? Und wo ist Lean? Ich höre Wasser. Justin? Ist auch wieder so ein schönes Bild. Oh, das sieht toll aus. Wo bin ich? Ist hier wer? Hallo? Ist jemand hier? Justin? Sue? Catwin? Was ist hier los? Justin? Justin? Rufen hilft nichts. Der magische Kreis hat nur dich und mich an diesen Ort teleportiert. Oh. Aua, mein Bein tut weh. Kommen Sie nicht näher. Sie haben meine Schwester dazu gebracht, im Dorf Luke all diese furchtbaren Dinge zu tun. Du hast recht. Entschuldige. Was? Sieht so aus, als ob der Knöchel verstaucht ist. Die Knochen sind heil. Wenn du es langsam angehst, sollte es bald besser sein. Sitz still und schone ihn ein wenig. Wo in aller Welt sind wir? Und wo sind Justin und die anderen? Wir sind in den Zwillingstürmen. Dies ist ein Tempel, während der Angelo-Zivilisation für die Ikaria gebaut. Ein Tempel? Für die Ikarier? Sieh dich um. Einige der alten Wandmalereien sind noch intakt. Oh, cool. Ausgebreitete Schwingen symbolisieren die Ikarier. Mit den Wunderschwingen konnten sie sich zwischen den Reichen bewegen. Die menschliche Geschichte begann mit diesen Legenden. Siehst du die beiden sonnenartigen Objekte? Geistersteine. Warte, das kann nicht stimmen. Der Legende nach gab es nur einen Geisterstein. Oh, ich weiß, die Geister. Stimmt's? Der Legende der Angeluianer nach gaben sie den Ikariern die Geistersteine. Du hast vollkommen recht. Wie nicht anders zu erwarten von Fena, der größten Abenteurerin von Neuparm. Oh, sie kennen mich? Klar kenne ich dich. Schließlich standest du auf unserer Wunschliste. Was war das Fenster? Entschuldigung. Jedoch, die Wahrheit ist, ich war überrascht, du gleichst Lean so sehr. Naja, du bist ja auch ihr Zwilling. Oh, du meinst du, mir wurde nicht viel über die zu... Nochmal. Oh, meinst du, mir wurde nicht viel über die Ähnlichkeit gesagt? Ihr seid nicht nur beide schön, sondern auch bereit, eine unmöglich scheinende Herausforderung anzugehen. Hä? Sie ziehen mich auf. Es ist gut, dass du gesund genug zum Verrücktwerden bist. Okay, das sollte halten. Du kannst jetzt wieder aufstehen. Kannst du auf einem Bein stehen? Ja, ich glaube schon. Danke. Nenn mich einfach Mallen. Ich bin Oberst der Galai-Truppe. Lieutenant Leans kommandierender Offizier. Aber lassen wir alle Formalitäten außen vor und arbeiten wir zusammen, um diesen Ort hier zu verlassen, okay? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Dann lass uns aufbrechen. Kannst du laufen? Ja, mir geht es gut. Lass uns gehen. Ah! Ich hätte jetzt nicht nochmal vertonen müssen. Sei vorsichtig. Diese Ruinen sind ziemlich bröckelig. Bleib bitte dicht hinter mir. Danke, Malen. Hat er eigentlich auch einen Vornamen? Der heißt doch nicht nur Mallen. Ob es den anderen wohl gut geht? Ich hoffe, keiner ist verletzt.